So, willkommen zu einem weiteren Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute alles zum Thema Dual Boot erzählen. Dual Boot, so bezeichnet man einen Vorgang vom Starten von mehreren Betriebssystemen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei Partitionen, XP und Vista. Vista habe ich zurzeit auf laufendem Laufwerk hier H und XP habe ich auf C. Wichtig ist, dass ihr zwei Partitionen habt, mindestens 50 GB bei jeder Partition. Und wie ihr die unterteilen könnt, dafür gibt es Programme, zum Beispiel Partition Magic. Das könnt ihr euch runterladen und könnt dann einstellen, wie viel Speicher ihr von eurem Hauptlaufwerk bzw. von C abziehen wollt und auf die neue Partition draufpacken wollt. Ich habe jetzt 50 GB von C abgezogen, also hatte ich maximal 350 GB auf C und habe jetzt 50 auf H eben. Ja. Wenn ihr diese beiden Partitionen habt, ist es wichtig, dass ihr müsst zum ersten die beiden Betriebssysteme haben oder die drei Betriebssysteme, je nachdem, wie viel ihr installieren wollt. Wichtig ist auch, dass ihr so viele Partitionen habt, wie ihr Betriebssysteme installieren wollt. Sagen wir, ihr installiert XP, Vista und Windows 7, dann braucht ihr drei Partitionen. Ich habe jetzt nur Vista und XP, also habe ich zwei. Jetzt schon 100 Mal gesagt, wichtig ist auch, dass ihr die Lizenzschlüssel habt, natürlich legal für die Partition, für die Betriebssysteme und natürlich auch auf Deutsch. Wenn nicht, ist mir das egal, weil ihr müsst ja das Englisch dann können. Ja, ich habe eine originale Vista CD und auch eine originale XP CD und hatte damit keine Probleme. Und worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, ist, dass ihr auf jeden Fall zuerst das neue Betriebssystem installiert und dann das alte. Weil wenn ihr zu, Quatsch, erst das alte und dann das neue, weil wenn ihr erst das neue installiert, wird dann beim Installieren vom alten der Bootmanager vom neuen überschrieben und ihr könnt dann nur das alte installieren, das alte starten. Wenn ihr dieses Problem habt, also wenn ihr zuerst das neue installiert habt, sucht ihr einfach mal in Google nach Vista Boot Pro. Damit könnt ihr zum Beispiel das Laufwerk einstellen, also C zum Beispiel, und könnt dann das so einstellen, dass im Bootmanager das Laufwerk C zum Starten angezeigt wird. Also es ist wirklich kinderleicht. Also wer dieses Problem hat, dass er zuerst das Neue installiert hat, einfach die Software Vista Boot Pro runterladen. Und ja, ich denke, das war's auch schon zum Thema Dual Boot. Ich fasse nochmal alles zusammen. Ihr braucht zwei Partitionen, mindestens 50 GB. Ihr braucht zwei Betriebssysteme oder mehr, je nachdem, wie viel ihr installieren wollt. Legal mit Lizenzschlüssel und ihr müsst zuerst das alte installieren und dann das neue. Und ihr braucht die Software zum Unterteilen, wenn ihr nur eine Partition habt, die Partition Magic heißt. Ja, das waren jetzt ein paar einfache Schritte. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und alles zum Thema Dual Boot erzählen. Wer noch mehr wissen will, soll es in die Kommentarbox schreiben oder uns persönlich eine Nachricht schreiben mit dem, was er wissen will. Ansonsten viel Spaß mit dem Dual Boot und mit eurem zweiten Betriebssystem und bis zum nächsten Mal.